Hallo, mein Name ist Dagmar Neubronner vom Neufeld-Institut und dies ist eben ein Video, das zu einer Reihe über das Thema hochbegabt, hochsensibel, hochsensitiv, hypersensitiv gehört. Und in den letzten Videos habe ich schon über die ersten Begriffe etwas ausführlicher gesprochen. Jetzt geht es hier um Hypersensitivität. Ich habe bereits im vorvorletzten und vorletzten Video darüber gesprochen, wie sich hochsensitiv von hypersensitiv unterscheidet, nämlich Hochleistungs-Sinnesorgane, die auch gut und schnell verarbeitet werden, ist hochsensitiv. Und hypersensitiv definiert Gord Neufeld so, dass da mit der Filterfunktion etwas anders funktioniert als bei nicht hypersensitiven Menschen. Und ich habe da das Bild gebracht von den sehr vielen Türen zum Thronsaal, auf denen und das Bewusstsein eines Menschen sozusagen regiert. Und durch die Türen stürmen die ganze Zeit ganz viele Boten gleichzeitig rein. Und Majestät, das Bewusstsein, kriegt so viele Informationen und Meldungen gleichzeitig, dass es sich vollkommen den Überblick verliert und gar nicht mehr richtig sortieren kann. Was ist jetzt wichtig? Worum muss ich mich sofort kümmern? Was ist eigentlich reicht, wenn das der Gärtner erfährt und so? Und die Frage ist jetzt, wenn wir selbst bei uns beobachten, ja, so ist es bei mir, ich verliere einfach den Überblick und ich bin total, ich kann das nicht differenzieren, wichtige und unwichtige Reize. Oder bei meinem Kind ist das so. Woran erkennen wir das? Ja, wir erkennen das daran, dass ein solches Kind zum Beispiel immer wieder verloren geht, weil es nicht schafft, seine Aufmerksamkeit auf die hochwichtige Frage zu richten, wo ist eigentlich Mama? Ja, oh, da hinten ist Mamas roter Pullover. Und dann ist Mama schon wieder weg. Ja, und Mama hat dann unter Umständen das Gefühl, mein Gott, ja, der passt doch überhaupt nie auf. Es ist ja so rücksichtslos, dass ich immer gucken soll, wo er ist. Andere Kinder gucken, wo Mama ist. Dieses Kind guckt auch, wo Mama ist, aber gleichzeitig hört es noch den Floh husten und das Gras wachsen und da ist eine Straßenmaschine und da hupt ein Auto und da ist der Asphalt, der fühlt sich rauer an als vorhin die Kacheln und was, wo ist Mama? Ja, so. Und diese Überforderung ist etwas, was man nicht unmittelbar angehen kann. Das ist ganz wichtig zu verstehen, denn soweit wir im Moment wissen, gibt es zwar Ansätze und Versuche, an dieser Grundbefindlichkeit, also dass eben zu viele Reize gleichzeitig ans Bewusstsein gemeldet werden, Sensory Gating Problem, nennt Gordon Neufeld das. Es gibt Ansätze, dass man gucken kann, wie kann man das denn unter Umständen heilen, was könnte das für physiologische Ursachen haben. Und man kennt auch Fälle, wo solche Zustände dann symptomatisch sind für zum Beispiel Schwermetallvergiftung und so. Aber man muss einfach jetzt von den Fakten ausgehen, es gibt sehr viele und immer mehr Kinder, die solche Symptome zeigen, so eine Hypersensitivität und eine veränderte Funktion des Filtersystems. Das Filtersystem funktioniert einfach nicht mehr so, dass zwischen wichtig und unwichtig hinreichend gut unterschieden werden kann. Und das, was ich jetzt sage, bezieht sich eben darauf, wie können wir solchen Kindern helfen? Abgesehen von den Ansätzen und Versuchen und Forschungen, die es gibt und wo auch noch keine Einigkeit besteht, wie kann man an diesem Zustand etwas ändern, was natürlich sehr wichtig wäre und sehr schön, wenn man da Lösungen findet. Aber wir kümmern uns jetzt hier darum, wie kann man den Kindern, wenn sie in diesem Zustand sind, helfen. Und ich kann jetzt zum Beispiel, obwohl einige von Ihnen vielleicht gehört haben, dass meine Katze miaut hat, schaffe ich es so gerade eben, mich trotzdem noch zu konzentrieren und hier weiterzureden, weil ich auch gleichzeitig weiß, ist alles eigentlich in Ordnung. So, und das wäre dann für ein hypersensitives Kind unter Umständen, das müsste dann aufhören zu reden und erstmal zu der Katze gucken und es wäre einfach ein ganz, ganz großes Problem, die Reize zu sortieren. Und
Das Wichtigste, was wir verstehen müssen, um solche Kinder hilfreich zu begleiten, ist, dass sie keine Macht darüber haben. Sie können nicht lernen, besser zu filtern. Sie können allerdings lernen, mit dieser abweichenden Filterfunktion besser umzugehen und diesen Mangel sozusagen oder diese Problematik besser oder sogar sehr gut zu kompensieren, sodass sie diese Weite, die sie haben und diese Vielfalt nutzen können, da wo es ihnen von Vorteil ist, wenn sie eine Symphonie komponieren wollen, in der auch die hustenden Flöhe und das wachsende Gras hörbar gemacht werden zum Beispiel, wo sie aber gleichzeitig auch lernen, mit Situationen umzugehen, wo es eigentlich eher hinderlich ist und wo sie im Grunde im sozialen Kontext nicht gut funktionieren. Das heißt, das Wichtigste, was wir verstehen müssen, ist, es hat keinen Sinn, uns selbst, wenn wir uns da wiedererkennen, oder anderen Menschen und besonders nicht unseren Kindern, zu sagen, das musst du lernen und jetzt, das musst du trainieren. Wenn ein Kind eine solche veränderte Filterfunktion hat, dann kann daran zunächst mal nichts geändert werden. Wir können dem Kind nur helfen, weich zu bleiben, indem wir ihm ruhige Umgebungen ermöglichen, so oft und so viel wie möglich. Und praktisch ihm zu ermöglichen, zu reifen. Und das Konzept der Reife hat ja nichts mit Lernen zu tun. Das ist so wie eine Raupe nicht lernen kann, ein Schmetterling zu sein, sondern es ist ein Reifeprozess. Und dafür sind bestimmte Bedingungen nötig. Dafür sind bestimmte Bedingungen nötig, damit dieser Reifungsprozess ablaufen kann. Über diese Bedingungen und was wir tun können, das ist der Schwerpunkt all unserer Seminare im Neufeld-Institut, die wir ja unter neufeldinstitute.de können Sie das alles sich angucken. Aber hier geht es jetzt nur darum, erstmal grundsätzlich uns zu merken, wenn jemand hypersensitiv ist und die Welt als einen Ort empfindet, wo ständig eine unglaubliche Überfülle von Informationen ihm ins Bewusstsein dringt oder ihr, dann braucht dieser Mensch eine ruhige Umgebung und wir können am besten mit ihm interagieren, 1:1 unter 4 Augen. Und das, was wir als Rücksichtslosigkeit oder Desinteresse oft zu interpretieren geneigt sind, dahinter steckt bei hypersensitiven Menschen meistens etwas ganz anderes, nämlich einfach die sensorische Überforderung oder nicht die sensorische, sondern die Verarbeitungsüberforderung. Ja? Wenn eben die ganze Zeit noch ein Teil von mir die Flöhe husten hört und das Gras wachsen, und das sind jetzt einfach meine Symbolbegriffe für irrelevante Informationen, jedenfalls in dem Moment und im sozialen Zusammenhang, dann auch noch darauf zu achten, möchte mein Gegenüber, mit dem ich frühstücke, braucht er vielleicht gerade die Butter? Oder hat er jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, oh, es zieht so und ich könnte jetzt vielleicht die Tür öffnen oder zu schließen oder die Heizung überdrehen oder so, wenn die Person bei mir zu Gast ist, will sie das vielleicht nicht selber tun? All solche Dinge sind schwer für einen hypersensitiven Menschen auszusortieren, weil eben das Gras so laut wächst und die Flöhe so laut husten. Und bei den anderen Menschen kommt das oft dann an als Desinteresse. Und wenn wir das verstehen, dass da so viele Probleme entstehen können, dann haben wir schon ganz viel verstanden. Und im nächsten Video gehe ich jetzt noch näher darauf ein, wie erkennen wir Hypersensitivität und was ist wichtig daran zu verstehen, damit soziale Probleme vermieden werden oder kompensiert werden können und damit
jemand, der davon betroffen ist, lernen kann, mit dieser Befindlichkeit möglichst konstruktiv und nutzbringend umzugehen und die Nachteile zu vermeiden und die Vorteile zu nutzen. Bis zum nächsten Mal.